Tobias Seller, einmal mehr kann man sagen, hat es nicht gelangt gegen Schweden. Wieso denkst du, hat es heute eben nicht gelangt? Ja, also wenn man 0 Goal schiesst, ist es relativ einfach, was das gelegen ist. Ich denke, 3 überkommen gegen Schweden ist okay. Aber wenn man keine Schiesse, gewinnen wir den Match nicht. Und das liegt an vielen kleinen Sachen, die sich dann halt aufsummieren. Und ja, also verdient verloren. Das mit den keiner Goal schiessen, ist das jetzt schon während der ganzen World Games ein Thema gewesen? Oder wie schätzt du das ein? Nein, ja, schwierig zu sagen, eigentlich nicht. Ja, heute, also ich habe gefunden, wir sind nicht so gefährlich geworden im ganzen Match und dementsprechend haben wir kein Goal geschossen, aber ich habe es jetzt nicht gefunden, dass es das ein Problem war während dem Turnier. Jetzt, wenn du schon ein bisschen weiter schaust, die Heim-WM steht da, vorher noch die EFT daheim und jetzt hier die World Games erreichen wir nicht einmal die Halbfinals. Was heisst das jetzt für einen weiteren Weg? Also muss man grundlegende Sachen in Frage stellen oder ist das einfach jetzt ein Ausrutscher gewesen? Weder noch, würde ich sagen. Also wir müssen das schon an die eigene Nase nehmen und ziemlich hart arbeiten. Das Gute ist, es ist erst Juli. Wir haben noch ein paar Monate Zeit, um daran zu arbeiten. Aber ich denke, jetzt ist schon ja, ein Schuss vor der Bug. Jetzt müssen wir da ziemlich in den Büchern.